Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8:51 Uhr, der Mittwoch, 15. März. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room und wir bereiten uns auf unseren DAX-Trade vor. Bevor nochmal einmal ein Hinweis: Heute Abend ist die FED-Sitzung mit einer Zinsentscheidung und wir haben heute Abend Wahlen in Holland. Wahllokale schließen so circa 21 Uhr. An solchen Tagen, so lautet das Regelwerk, sollte man sich eigentlich raushalten. Wir treten das trotzdem hier, um einfach die Strategie auch euch zu zeigen, wenn es zu einer Aufschaukelung kommen sollte. Ansonsten im Club wissen alle Bescheid, dass an solchen Tagen, wer das Risiko scheut, einfach man sich raushalten sollte. Wir haben heute eine Trading Range von 15 Punkten für die ersten 52 Minuten. Minimum Range brauchen wir, um den DAX-Ausbruch zu treten von 15 Punkte. Das heißt, das funktioniert alles. Ich drücke hier auf unserem Tool auf die Breakout-Linien platzieren. Das ist die Vorbereitung. Die rote Linie ist die Verkaufslinie. Wie ihr wisst, die grüne die Kauflinie. Das Risiko aktuell wird bei 0,20 platziert vom Depotstand. Und ich drücke jetzt hier links auf An und in dem Moment sind die Orders scharf geschalten. Und wie ihr wisst, brauche ich jetzt nichts mehr zu tun, außer zu beobachten und einzugreifen, falls wir keinen Ausbruch heute Morgen bekommen, dass wir dann ab dem vierten Trade, das heißt erst Short oder erst Long und dann die Aufschaukelung, dass wir uns dann abhatchen. Ich melde mich gleich nochmal, wünsche uns allen einen erfolgreichen Tag und nochmal den Hinweis, heute FED-Sitzung und normalerweise wird hier nicht getradet. So, es ist 9:01 Uhr und wir sind im ersten Trade long. Die 12.000er Marke wurde geknackt. Unser TP liegt bei 12.009 Punkten. Schauen wir mal, ob wir das Niveau erreichen. Er meldet mich gleich nochmal. So, wir sind im Trade Nummer 2. Oben long, unten short. Und jetzt schauen wir mal, ob es hier jetzt zu einem Ausbruch kommt oder ob wir hier in diese Seitwärtsphase reinkommen, wie schon heute Morgen erwähnt. Ja, an solchen Tagen wie heute sollte man sich normalerweise raushalten. Unser TP jetzt für die zweite Order liegt bei 11.978 über den Daily Pivot. Das ist die gestrichelte Linie hier für Trade Nummer 2. So, wir sind in Trade Nummer 3. Und wir sehen jetzt hier, es geht jetzt nach oben. Nochmal bei 12.009 fliegen wir raus. Dann kommen wir also mit dem TP rein. Dritter Trade. Dann drücken wir mal die Daumen. Ich melde mich gleich nochmal. So, wir sind aus dem Trade draußen. Wir sehen hier ein kräftiger Move bei Trade Nummer 3, also der Klassiker. Ich zeichne kurz den Trade mal ein. So, wir sehen hier Trade Nummer 1. Hat uns geflaxt, ist dann wieder runter, Trade Nummer 2 uns eingeführt und Trade Nummer 3 wurden denn alle drei Positionen mit Gewinn, beziehungsweise die Long-Position mit Gewinn und die Short-Position, die Trade Nummer 2, wurde mit Verlust hier geschlossen, aber summa summarum bleibt dann immer ein Gewinn, weil die Positionen ja offen bleiben und in dem Moment, wo unser Gewinnziel erreicht ist, eben halt geschlossen. Das ist das Besondere an dieser Technik, das ist das Besondere auch an diesen speziellen Ansatz vom Swissbox Trading. Ich wünsche euch viel Spaß noch beim Traden heute. Denkt dran, dass heute die FED-Sitzung ist heute Abend, und wir hören uns, wenn ihr Lust habt, morgen wieder.